Damals rockte ich Parts, heute spiel ich Boccia im Park. Damals hocken wir an Bars und heute hock ich bei Mars. Der versorgt mich mit Gras, mit besten Antidepressiva. Ich soll mit Tee draus kochen, doch mir sind lange Blättchen lieber. Wie oft sitz ich zu Hause auf der Couch und dreh das Hörgerät auf laut und lausche dem Sound vom Knistern und Knacken von dicken Platten, die so alt sind, dass man sie nicht hören sollte, sondern besser nur verwalten. Alte Mucke brachte immer schon Melodien vom Morgen. Noch seitdem GEMA Größen waren, sind auch Sample Beats gestorben. Und die alten Helden sind auch nicht alle mehr das, was sie waren. Und Sammy wirbt seit 20 Jahren für GEZ in Afrika. Auch Max schwebt in Sachen Erfolgsgeschichten schon lang nicht mehr auf Wolke 7 und ist zum fünften Mal von Joy geschieden. Aber ist ja auch egal, ich lehn mich zurück und hör die Platten aus meinem Regal. Und tschüss. Back in the days, zurück nach 2012. Die Zeit von MP3s, iPods, Smartphones und Nikes. Back in the days, hebt das Glas für eure Hip-Hop-Stars. Hip-Hop-Partys, Hip-Hop-Bars, feiert diesen Hip-Hop-Tag. Back in the days, zurück nach 2012. Max, Marse, Casper kämpfen um die Nummer 1. Back in the days, hebt das Glas für eure Hip-Hop-Stars. 2012, feiert dieses Hip-Hop-Jahr. In 40 Jahren samplen Kids die EP, denn sie lieben Oldschool-Sound. Oldschool braucht jede Woche ARD. Ich schalte ein zur Rap-Parade, trink ein Liter Doppelherz und feier jede Textpassage. Hör, was Rapper sagen, nichts von wegen Nasenbrechen, Pediküre, Maniküre, Rückenleiden, Blasenschwäche. Guck mal, dieser Moneyboy, er verkauft im C&A. Savaschan, der Fleischtheke, hackt Fleisch im Edeka. Guck mal, Kids, da hinten, Crowner, der hinter der Zapfanlage. Er ist jetzt beim Catering, denn die von ihm mit Massenware. Wir waren mal Stars, rapp ich leise vor mich hin. Doch es ist wie damals, es macht einfach keinen Sinn. Mit Musik hast du keine Erfolgschance. Guck auf meine Teekanne, produziert von Neumann. Doch ich geh heute los, wieder auf die Flohmärkte, wühle in MP3s, Dickkisten, mich durch Tonscherben. Back in the days, zurück nach 2012. Die Zeit von MP3s, iPods, Smartphones und Nikes. Back in the days, hebt das Glas für eure Hip-Hop-Stars. Hip-Hop-Partys, Hip-Hop-Bars, feiert diesen Hip-Hop-Tag. Back in the days, zurück nach 2012. Max, Marse, Casper kämpfen um die Nummer 1. Back in the days, hebt das Glas für eure Hip-Hop-Stars. 2012, feiert dieses Hip-Hop-Jahr. Yeah.